Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC TV. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Mein Name ist Jochen Stanz. Ich möchte über die nächste Handelsstunde durch selbigen begleiten. Dieses Format versteht sich nicht als Signalservice, sondern als Trading-Ausbildung. Ich möchte, dass Sie selbst lernen, die Märkte analysieren zu können und dann von der Analyse ins Trading den Übergang zu schaffen. Denn die Analyse ist immer nur das eine. Generiert Ideen, Trading-Ideen, analysiert das Setup, das Sie im Handelssystem stehen haben, erkennt das und liefert dann dem Trader in Ihnen die Vorlage, das umsetzen zu können. Und das ist nochmal ein ganz anderer Spielbereich, denn es ist nicht so einfach. Jeder, der mal live getradet hat, weiß, es ist alles andere als einfach das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Und damit schönen guten Morgen an die Runde. Im Trader-Chat, schon der Hinweis gefallen, heute Nachmittag 14:30 US-Arbeitsmarktdaten, die kommen werden. Der S&P 500 jetzt durch sehr gute Quartalszahlen aus den USA, eine Euphorie darüber, an die 2709 gelaufen. 2709, dort kam im Oktober das Verkaufssignal aus dem 1-2-3-Trendwendemuster rein. 1-2-3, Projektionsziel hier unten, 61,8. 1,618 ist abgearbeitet. Und jetzt sind wir wieder genau dort, wo das Verkaufssignal im Oktober reinkam. Bedeutet, wenn er hier abprallt, dann hätten wir hier eine Reise nach unten vor uns in Richtung 2,567. Bricht er das, geht er da drüber, dann wäre 2,821 ein mögliches Ziel. Das, was man hier im DAX, ich hoffe mal, sehen kann, oder vielleicht kann man es auch nicht sehen hier im Tageschart, ist aber jetzt für den Moment erst einmal ein sauberer Test der 11.050. Wenn wir jetzt heute die 4.23.6, was das 1-2-3 aus dem 1-2-3-Top vom vergangenen Freitag das Trendwendemuster ist, dann ist ja heute auch wieder Freitag und wir hätten dann den dritten Freitag in Folge. Mit einer Rallye. Die Wall Street würde es möglich machen, wenn wir die 2709 Punkte-Marke überschreiten. Aber der DAX muss schon ein bisschen was aus eigener Kraft liefern, denn er hat einfach die Rallye nicht mitgemacht. Von der Wall Street gestern hat also gezeigt und demonstriert, dass er wohl der ein ganz eigenes Eigenleben sozusagen hat. Also wir haben jetzt im Markt hier ein 1-2-3-Trendwendemuster von gestern, natürlich auch geschuldet hier den Quartalszahlen von Amazon und dem Absturz der Aktie um 4,5%. Die Zahlen von Amazon waren eigentlich sehr gut, nur erfuhr man dann, wie in vielen Quartalsberichten zuvor, in der Pressekonferenz, dass das Unternehmen sehr viel des freien Cashflows und Gewinns nehmen möchte, um weiter zu investieren. Das hat, by the way, Amazon von einem einfachen Online-Buchladen zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Also eigentlich sollte man sich darüber freuen, dass Amazon jetzt nicht in eine Situation übergeht, wo sie sagen, okay, wir investieren jetzt nicht mehr. Wir nehmen das ganze Geld, das wir verdienen und schütten es alles an die Aktionäre aus, kaufen damit Aktien zurück und ansonsten machen wir nichts mehr, lehnen uns also zurück. Das findet nicht statt. Sondern es wird reinvestiert, obwohl Amazon schon so stark gewachsen ist. Also das ist das, was Jeff Bezos von Anfang an gemacht hat. Und damit eigentlich positiv. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir hier nochmal einen Test von dem Punkt B? Kriegen wir überhaupt einen Test von der 709?
oder dreht der Markt direkt ab. Er hat hier unten schon ein tieferes Tief gemacht. Also eigentlich ist der S&P hier kurzfristig, hat ein aktives Top-Ziel von dem Ganzen, insbesondere wenn er unter 2704 schließt, wäre 2698. Signal für den Trendtag aufwärts hat es nicht gegeben. Es gab zwar einen Schlusskurs drüber, aber ohne Bestätigung. Diese 4236 ist die 4236er. Fibonacci-Preiserweiterung eines 1-2-3-Tops vom vergangenen Freitag. Die Projektionsziele daraus konnte man sich jetzt eine ganze Woche lang dran orientieren. Und so konnte man auch gestern sich sehr gut daran orientieren. Im S&P 500, ich hatte es gestern Abend im Chat auch kurz reingestellt, hatte im Chartforum gestern Abend einen Chart veröffentlicht. Das war an der Stelle, wo wir hier ja eigentlich gerutscht sind nach unten, bis dann kurz vor Börsenende Eindeckungen kamen. Es wollte vor den starken, möglicherweise starken Amazon-Quartalszahlen niemand short sein. Und dann sieht man über die Handelspause hinweg, dass da ein Riss entstanden ist im Chart. Na, wir haben eine Handelspause, hier noch keine Quartalszahlen von Amazon, hier haben wir Amazon-Quartalszahlen. Im Endergebnis haben wir jetzt ein 1, 2, 3 Top. Ja. Also durchaus der Widerstand 2709 aktiv. Warum findet diese Handelspause statt? Nun, es gibt an den Terminbörsen, an der CME, wo der S&P 500 Future gehandelt wird, gibt es einen ganz normalen Präsenzhandel und dann gibt es den Globex-Handel. Der Präsenzhandel, da hat man früher halt noch die Parkettbörsen gehabt, wo es dann mit Zuruf zuging und so, das hat man ja heute teilweise auch noch. Und Globex war auch früher eigentlich historisch gesehen immer auch ein voll elektronischer Handel, also der ganze außerbörsliche Geschichte, die wir jetzt auch haben, wonach ja CMC Markets auch den SPX 500 Cash taxt, ist der elektronische Globex-Handel von der CME, der ist voll elektronisch. Und ich denke, dass die Handelspausen auch deswegen gemacht wurden, um einfach den Parketthändlern einen Abschluss zu bieten und ja, um halt einfach das zu trennen, den Parketthandel von dem elektronischen. Jetzt bitte darauf achten, wir haben eine Signalkerze abwärts. Unter deren tiefen Schlusskurs könnte uns jetzt ein Signal bringen für den Trendtag abwärts. Die 4236er Extension hat nicht geholfen,
vor allem weil der S&P auch nach oben nichts mehr gebracht hat. Im Devisenhandel gibt es keine Handelspausen, der läuft einfach durchgehend, weil es im Devisenhandel ja grundsätzlich ist, dass ein Interbankenhandel ganz anders organisiert ist. Und dort gibt es kein Parkett und elektronisch oder sowas. Das ist alles voll elektronisch im Interbankenmarkt. Ja, und dann orientiert sich alles dran. Der FDAX, der jetzt ja auch nach Mitternacht ab 1 Uhr wieder gepreist wird und so weiter. Da werden auch um die Nachtzeit die S&P 500 Schlusszeiten beachtet, weil man natürlich dann als Händler ja vielleicht eine Viertel oder eine halbe Stunde, so wie heute oder so wie gestern, wo dann Amazon Quartalszahlen bringt, wo es ja auch in dieser Zeit, in dieser halben Stunde was bewegen kann. Wenn ich dann einen Future habe, der in der Zeit handelbar ist, ja, dann entsteht da halt eine gewisse Ungewissheit. Und so wird das dann einfach übernommen und dann setzt sich das eben aus Tradition quasi dann auch fort, dass es diese Handelspause noch weiterhin gibt. Und ich glaube auch, dass viele Handelssysteme einfach auch mit Schlusskursen arbeiten. Und wenn ich jetzt einfach fortlaufend taxe, gut, dann habe ich auch um 22 Uhr einen Schlusskurs. Aber dann findet ja um 22 Uhr immer auch noch eine Schlussauktion statt. Etwas, was es an der Wall Street immer 15.30 Uhr und 22 Uhr gibt, ist die Auktionen. Bei vielen Brokern, die jetzt ein Direktbroker sind, wo man das Orderbuch mit Aktien handeln kann, da gibt es eine Orderart, die heißt Close on Auction, glaube ich. Ja, also schließ mir die Position zur Schlussauktion. Das heißt, ich kann also eine Position aufmachen und versehe die mit dem Vermerk Close on Auction. Dann kriege ich also zum Schlussauktionspreis auf jeden Fall die Aktie wieder los. Der Preis dabei ist allerdings nicht gewiss. Preis kann irgendwas sein. Und man sieht oft, wenn Sie sich mal Apple anschauen, die letzte 5-Minuten-Kerze, aber auch bei vielen anderen Aktien, ist manchmal ein extremes Ding. Ja, die ist davor, in der Stunde davor vielleicht 50 Cent hin und her geflattert und geht dann nochmal 3-4 Dollar in die eine oder andere Richtung. Das sind die Schlussauktionen, weil gerade große Marktteilnehmer und da die ETF-Kapitalanlagegesellschaften brauchen ja Liquidität. Wenn den ganzen Tag ein ETF-Anbieter merkt, oh, da kommen Käufe, 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 und er hat am Ende vom Tag plötzlich 3 Milliarden mehr als am Anfang vom Tag, dann muss er sein Buch entsprechend ausgleichen. Und das tun die über die letzte halbe Stunde und viele eben der Schlussauktion. Das heißt, also dieses Buch von dem ETF managt, der merkt, da wir haben 3 Milliarden plötzlich auf dem Konto, jetzt muss ich das abbilden. Der macht also dann on auction, zum Schlussauktion, verbrät er seine 3 Milliarden, damit er das wieder den Index abgebildet hat. Hier jetzt kein Signal für ein Opening Range Breakdown, bisher also neutrales Rumgeflatter im DAX, bisher keine Signale. Hat zwar mal drüber geschlossen, mal drunter geschlossen, aber keine Bestätigung bisher, also neutral der Markt bisher. Ja, und da immer mehr Anleger eben ETFs handeln, es ist immer ausgeprägter geworden, dass der Haupthandel, die Bewegung eben sehr stark sich verlagert hat in die letzte Stunde, letzte halbe Stunde vom Tag.
Bei Xetra ist es ein bisschen anders hier in Deutschland. Da gibt es noch die Mittagsauktion um 13 Uhr. Zusätzlich zur Eröffnungsauktion um 9 Uhr und zur Schlussauktion um 17.30 Uhr. Also ein typisches Volumenprofil von der Apple. Sieht aus wie so eine Wanne. Es gibt am Anfang einen Haufen Volumen, dann trocknet es eigentlich komplett aus. Also nicht komplett aus, aber relativ zum Start. Und geht so ab 17.30, 18 Uhr kommt so die Tiefphase. Und das geht erst wieder so 19.30, 19.45 geht es dann wieder los, dass also ansteigende Volumina kommen. Ein typisches Volumenprofil von einem stark gehandelten DAX-Aktie, das ist die Telekom ganz vorne, Deutsche Bank ganz vorne, ist, da gibt es also nochmal eine Spitze genau in der Mitte bei 13 Uhr zur Mittagsauktion. Und man kriegt zur Auktion garantiert eine Ausführung. Egal zu welchem Volumen. Aber der Preis ist halt erstmal nicht klar. Ja, es gibt also dann der Händler oder Xetra, das elektronische System, kriegt also dann für 13 Uhr 5 Milliarden auf der Kaufseite, 6 Milliarden auf der Verkaufseite. Und dann wird der Markträumungspreis festgestellt um 13 Uhr zu den vorliegenden Orders. Und zudem werden die Orders gematcht, fertig. Der Swiss Trader, das ist genau das, was da stattfindet. Die Schlussauktion um diese Zeit. Macht Sinn, sich das mal anzuschauen auf cme.com. Wie funktioniert das eigentlich? Da gibt es Contract Specifications, nennt sich das dann. Also Kontraktspezifikationen für ein E-Mini-Future zum Beispiel. Wie wird der wirklich gehandelt? Ist auf der Webseite alles zu sehen? Was ist eigentlich Globex? Was ist der Paketthandel? Wie wird dieser Future eigentlich dann bei Endfälligkeit angedient, wie ist da das Prozedere? Also ein bisschen ein Blick in den Maschinenraum von der Börse ist sehr, sehr interessant. Weil es halt doch gewisse Gepflogenheiten gibt. Und wenn man weiß, wie die genau funktionieren, dann ist das schon von Vorteil. Also da keine Angst haben oder Scheu. Einfach drauf gehen auf die Seite und lesen. Stefan M., wo kann man das nachlesen? cme.com. Dort auf Products und dann auf Index Futures und dort auf den E-Mini S&P Futures Kontrakt. Das ist der, wo am meisten Volumen drin ist. Der große S&P-Kontrakt, der SP, wird weniger stark gehandelt. E-Mini S&P 500 Future. Dort dann auf Contract Specifications. Kontraktspezifikationen. Man kann sich das in Chrome ja alles auf Deutsch übersetzen lassen, automatisiert. Dann ist es auch auf Deutsch. Toao Peter fragt, wer ist bei dieser Auktion Käufer, wenn nicht genug Kaufaufträge vorhanden sind?
Also es gibt einen Markträumungspreis. Bitte das auch mal googeln. Was ist der Markträumungspreis? Wer das nicht weiß, bitte sich das so lange anschauen, bis man es verstanden hat. Ganz, ganz wichtig. Und hier wird dann in der Auktion einfach der Markträumungspreis bestimmt. Wenn mehr Verkäufer als Käufer da sind, dann sinkt der Auktionspreis. Und das kann man auf Cent genau bestimmen, wo dann der Markträumungspreis ist. Das sollte man absolut jedem erklären können, der einen danach fragt. Wenn man Trader ist, muss man wissen, wie man den bestimmt. Auch wenn das ansonsten immer Computer machen, soll trotzdem wissen, wie der Maschinenraum funktioniert, dessen, wo man sich befindet.
Also rein dogmatisch ausgelegt ist hier ein 1, 2, 3 Boden entstanden. Wir haben jetzt noch zweimal den Punkt B getroffen. Und getestet. Bestätigt durch den SAP ist es nicht. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Das heißt, entweder macht der S&P mit und dann funktioniert es und es kommen noch weitere Gewinne über der 181 oder nicht und dann ist ja der 1, 2, 3 Boden da bedroht. Und ohne Bewegung ist immer ein bisschen ein Problem. Und die Bewegung ist derzeit überhaupt nicht da im S&P. S&P macht mit, wir sind über der 181. Ziele ja, von dem Konstrukt können wir jetzt hier auch bestimmen mit Fibonacci-Preiserweiterungen, indem ich hier das messe und schon nach oben projizieren kann. Das heißt also 261 wäre die 194, 423 die 211 und vielleicht hätten wir dann, wenn in Richtung 211 will, auch ein Signal für einen Trendtag aufwärts und bestätigt das, was bisher nicht da ist. Moneypenny schreibt, Anfang des Monats ist frisches Geld da, dann ist immer mit steigenden Kursen zu rechnen. Ja, eher mit steigenden Kursen, da versteckt sich die Krux von dem Ganzen, in dem Wort eher. Also es ist eher mit steigenden Kursen zu rechnen, eventuell auch erst am Montag, Jochen, würdest du das eher bestätigen und sagst du, das ist Quatsch. Nee, ist definitiv kein Quatsch. Aber wir haben an der Börse halt immer ganz viele Zyklen und Trends, die sich überlagern. Es gibt ganz kurzfristige Projektionen, sowas, was jetzt im DAX gerade ich eingezeichnet habe. Und dann gibt es übergeordnete Projektionen, sowas wie im S&P die 2709. Die kommt halt aus dem Oktober noch, ist aber immer noch aktiv, die Projektionen von dort. Und dann gibt es Millennium-Zyklen, das ist sogar in der Elliott-Wellenanalyse, dann gibt es Millennium-Wellen, die halt wirklich dann im ganz, ganz übergeordnete Geschichten. Auch in der Volkswirtschaftslehre hat man Kondratjew zum Beispiel als Kondratjew-Zyklen
was Zinszyklen beschreibt bei Staatsanleihen, grob gesagt. Ja, also ganz kurzfristige, mittelfristige, langfristige und dazwischen alle möglichen Abstufungen gibt es Überlagerungen von Wellen und Zyklen. Und ja, die Analysemethode, die sich methodisch am stärksten damit beschäftigt, ist ein Teilbereich der technischen Analyse, nennt sich Zyklenanalyse. Ja, und dann gibt es dann, was eine ziemlich abgefahrene Geschichte ist, weil es sehr mathematisch ist eben die Zyklenanalyse. Dann gibt es dann, guck mal an, vertritt der Zyklus, den ich erwarte, verspätet ein, dann spricht man von einer Translation. Wenn er verspätet kommt, ist es ein bärisches Signal. Wenn der Effekt früher kommt, dann ist es ein bullisches Signal. Aber das dann immer aus den Kursen zu extrahieren, und das ist, passiert mathematisch, wann welcher Zyklus zu erwarten ist und wann er dann wirklich eintritt und ob das die Bewegung ist, die aus dem Zyklus kommt oder ob es was anderes ist. Ganz, ganz abgefahrener Teilbereich von der technischen Analyse. Macht auch kaum jemand, verstehe ich auch warum, weil es massiv kompliziert ist. Aber das gibt es. Ein weiterer Teilbereich, der das abdeckt, ist, wie gesagt, die Elliott-Wellenanalyse. Da geht es ja um Wellen und Impulswellen, Korrekturwellen, und die dürfen sich nicht überschneiden nach einem fixen Regelwerk. Wer darüber mehr erfahren möchte, möge sich die Sendung Welle 3 auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Die gibt es auch immer um 13 Uhr, 13.30 Uhr mit Konstantin Oldenburger live auf diesem Kanal. Der wendet also die Elliott-Wellenanalyse an, um die großen Märkte zu analysieren. Und ganz spannend wird es in der Elliott-Wellenanalyse immer, wenn es Wellenüberlagerungen gibt. Wenn also eine Welle plötzlich stärker wird und eine geltende Welle überschneidet. Da kommen meistens brachiale Bewegungen, weil natürlich es Positionierungen gibt von den Anlegern, die den einen Zyklus handeln. Die gehen davon aus, dass es fällt. Und dann kommen Anleger, die einen anderen Zyklus handeln. Und die gehen davon aus, dass es steigt. Und die kollidieren irgendwann. Irgendwann kracht es da, und das sind diese Überlagerungen. Und dann gibt es Zwangsanpassungen. Ja, die, die long sind, sagen, oh, cool, wir gehen über das Niveau, ich verstärke meine Position. Damit wird der Schmerz für die, die leer verkauft haben und short drin sind, noch größer. Die müssen also dann auch eindecken. Also plötzlich eine Situation, wo alle kaufen. Und da kommen dann halt starke Bewegungen zustande. Also ein einfacher Kalendereffekt am Anfang vom Jahr, am Anfang vom Monat. Ist eine von vielen noch weiteren Zyklen, die es gibt. Und wer da mehr darüber erfahren möchte und das methodisch tun möchte, der möge nach Zyklenanalyse und nach Elliott-Wellen googeln, sich Literatur beschaffen und so weiter. Huckleberry Finn Tonqualität ab heute wieder optimal, das freut mich. Mit Baustellengeräuschen im Hintergrund. Mein Versuch war es ja, die abzustellen. Also kein Rauschen hat und einfach nur die Stimme hört. Das funktioniert aber nicht, dann wäre es zu leise. JS fragt, kann man bei euch nachlesen über die Kosten von Aktien, CFDs, Haltekosten und so weiter? Ja, den Link kann ich kurz reinstellen. Also hörst du keine Baustelle, Thomas Lomax, okay. Ich höre sie. Aber dann ist sehr gut.
Infos zu Aktien, CFDs, den Link habe ich jetzt gerade reingestellt, JS, dann kann man das auf der Webseite nachlesen. Sollten dazu Fragen sein, dann kann man jederzeit die Kollegen damit penetrieren, sozusagen CMC Markets.com, gibt es einen Support-Chat, da sind auch per Telefon sind wir erreichbar in Frankfurt und Wien. Also einfach mal durchrufen. Es gibt auf der Webseite auch Beispielrechnung. Wenn man irgendwas nicht versteht, dann einfach durchrufen oder halt einfach ein Demokonto kann man unverbindlich aufmachen und dann sagen, okay, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt die Daimler CFD kaufe für 1.000 Euro, kann man das im Demokonto eben fiktiv, also mit virtuellem Geld machen, aber in der gleichen, in einem Live-Umfeld. Also wenn man eine Order im Demokonto bei uns aufgibt, dann findet das unter den gleichen Bedingungen statt wie im Live-Konto, da gibt es keinen Unterschied. Das heißt, ich kann einfach eine Order mal aufmachen und kann dann in der Transaktionshistorie hier mir anschauen, Aufträge und Historie. Dann habe ich eine Auflistung, ich habe jetzt hier keine Trades, aber dann habe ich eine Auflistung, was das für, zu welchem Kurs und die ganzen Details kann man sich dann anschauen. Und dann lernen, wie das eigentlich funktioniert, wenn ich CFDs trade. Und wenn ich die Märkte trade, die ich eigentlich vorhabe zu traden. Dieter schreibt, es gibt Nahfeldmikrofone, die blenden Umweltgeräusche aus. Das hilft. Ja, ich habe so ein Sennheiser Lavalier-Mikro. Absolut zuverlässiges, großartiges Gerät. War auch brutal empfindlich. In der Nachbearbeitung, ich habe jetzt gerade eine Videoserie zum MetaTrader begonnen, kann ich dann im Schnittprogramm eine Rauschunterdrückung machen. Ich kann solche Nachbearbeitungen machen. Das kann ich hier in der Live-Produktion, im Livestreaming. Bietet mir das die Streaming-Software leider nicht. Das ist einfach eine Software-Geschichte. Die Hardware kann es nicht. Ich habe hier einfach eine Funk- und Empfangsstation und die Streaming-Software. Müsste es nachregulieren, kann das aber nicht. Aber ich glaube, gegenüber dem, was so vor vielen Jahren Usus war, irgendwelche blechernen Robotergeräusche, ist in Vergangenheit. So, Freitag aufwärts, ja, nein, bitte wieder drauf achten. 12, 11 immer noch, also 11.211, die 4,23, 6er Extension, Ziel in dieser Bewegung. Ist interessant, dass der DAX hier den ganzen Spurt hier alleine macht. Der S&P hat nicht so viel gemacht in dieser ganzen Zeit. Harald Schuster fragt, können Sie bitte mal den ungefähren Vorlauf des VDAX versus DAX benennen? Welche Zeitebene der Beobachtung macht Sinn? Also Vorlauf im Sinne von, ich gucke das eine an und handle dann das andere, würde ich jetzt mal ist das gemeint? Oder was ist mit Vorlauf gemeint?
So, Punkt genau, 12.11, abgeprallt. Wir haben auch kein Signal für den Trendtag aufwärts. Aufpassen, diese Signalkerze ist nicht bestätigt. Der S&P macht gar nichts die ganze Zeit. Also ein bisschen tricky. DAX, da er kein Signal für ein Opening Range Breakup bisher geliefert hat, ist immer noch neutral. Müsste jetzt über diese langen weißen Kerze drüber schließen, wenn es nicht kommt. Können wir auch den ganzen Weg wieder runterlaufen. Also Schlusskurs über 2,10 muss jetzt kommen. Es wird wahrscheinlich so lange jetzt ernsthafte Versuche geben, die 2,10 zu knacken, bis wir ein 1, 2, 3 Trendwendemuster bekommen. Jetzt ist das bestätigte Signal für einen Trendtag aufwärts, ist da. 12.11 jetzt unter 1210 jetzt Unterstützung und der Markt jetzt so lange long, bis wir ein 1, 2, 3 Trendwendemuster bekommen. Wohl wissentlich, dass bei 1211 man jetzt die Aktivierung von dem Signal für einen Trendtag aufwärts genau am maximalen Projektionsziel müsste man das kaufen, also unter gewissen Einschränkungen nicht so wirklich toll. Deswegen jetzt mal achten drauf, da wir auf dem neuen Tageshoch sind, kommt hier ein 1, 2, 3. Trendwendemuster zustande. Nicht dann nach oben 12,19 möglich, 12,28, 12,47 sogar. Harald Schuster, Beispiel VDAX fällt, Signal für DAX steigt. Also ich glaube, dass man sich da einen Vorteil daraus verschaffen kann, habe ich noch nicht gehört. Der VDAX misst ja die impliziten Volatilitäten von den DAX, vom DAX Future. Also von den Optionen auf dem Future. Und die geben ja nicht die Zukunft wieder, sondern die Gegenwart. Also aus einer anderen Interpretation dann die Zukunft vom DAX absehen zu können, das halte ich für nicht möglich. Man möge es mir ins Gegenteil beweisen. Man kann es aber als Indikator möglicherweise verwenden für die Schwankungsanfälligkeit, die zu erwarten ist. Also wenn ich einen VDAX habe, oder im S&P 500 ist es der VIX von über 20 oder über 25,
dann habe ich eine gewisse erhöhte Schwankungsbreite. Ja? Also eine 5-Minuten-Kerze, die 0,3% ausmacht vom Index zum Beispiel. Was ich beim VDAX von 10 nicht erwarte. Da muss man dann seine Positionsgröße, seine Stops anpassen. Eine andere Möglichkeit, das auszudrücken, ist die ATR, die auch ein Hilfsmittel sein kann, um Trailing-Stop-Abstände richtig setzen zu können. Man sagt als Daumenregel 2,5-fache der ATR nehme ich als Trailing-Stop-Abstand. Harald Schuster, bitte mal den VDAX New einblenden. Den haben wir nicht, wir haben den Volatility Index. Als Forward CFD, also auf den S&P. FutureTech, ich habe irgendwas gehört, dass der VIX abgeschafft wird. Nun, im Januar 2018, Februar 2018, hat man ja einen Ausverkauf, dessen Epizentrum eine Strategie war, die auch wieder über ETFs massiv gehandelt wurde. Und das war eine Short-Volatility-Strategie. Das heißt, wir hatten ja in den ganzen Jahren der 2016, 2017 der absoluten Zuversicht und Selbstzufriedenheit der Anleger überhaupt gar keine Volatilität mehr. Und man hat ja einen Zeitwertverfall bei Optionen auf Volatilität. Und wenn die Volatilität über die Zeit immer weiter absinkt, wir haben, was Volatilitätsfutures angeht, normalerweise eine Contango-Struktur. Das heißt, am Anfang von der Lebenszeit von einem Future ist der immer höher als am Ende, weil es sich am Ende immer dem krasser Markt annähert. Ja, am Verfall ist der Futures-Preis gleich dem Kassapreis, dem Spot-Preis. So, jetzt ist das diese Tatsache, dass die Volatilität insgesamt sehr niedrig war und dass es eben diesen Zeitwertverfall gibt, eine Möglichkeit gewesen, 15-20% Rendite per anno zu machen, teilweise 35-40%. Und das konnte ich einfach tun, indem ich diese VEX Short ETFs gekauft habe, was viele über Jahre gemacht haben, sich dort dumm und dämlich verdient haben damit. Das Risiko, das sie damit aber getragen haben, liegt in dem Risiko, das auch viele oder alle haben, die eben Short ETFs handeln, weil ein Short ETF wird immer am Tagesbeginn resettet, wird neu berechnet. Und wenn man sich das mal von der Struktur her anschaut, wie funktioniert so ein Short-ETF, dann ist es so, dass wenn der zugrunde liegende Basiswert um mehr als 100% an einem Tag steigt, dann wird dieser ETF wertlos. Problem war, im Februar ist der VEX um, glaube ich, 150% gestiegen. Das heißt, das ganze Geld, das in diesen ETFs geparkt war, und ich kann mich nicht an die Summe erinnern, aber es war ein hoher zweistelliger Milliardenbereich, eine hohe zweistellige Milliardensumme, ist von jetzt auf gleich, waren alle ETFs in dem Segment minus 98%. Von jetzt auf gleich, buff. So, wenn sowas passiert, jeder, der CFDs handelt, weiß, wie das mit der Mark-to-Market-Bepreisung ist. Das heißt, wenn ich einen Verlust habe, der größer ist als das Geld, das ich auf dem Konto habe, dann habe ich erstmal ein Problem. Da muss ich Zwangsverkäufe machen, weil sonst kriege ich mein Konto nicht ausgeglichen. Jetzt als CFD-Trader hat man einen großen Vorteil, dass man keine Nachschusspflicht hat. Das ist aber eine Luxuslösung. Die gibt es am freien Markt da draußen nicht. Wenn ich irgendwie ETFs handle oder habe auf Fremdkapitalbasis irgendwelche Wertpapiere und es geht ein Posten, plötzlich minus 98%. Und ich war insgesamt mit mehr Geld im Markt, als ich auf dem Konto habe. Dann habe ich einen Fehlbetrag und den muss ich ausgleichen, indem ich dann nach dem Gießkannenprinzip anfange zu verkaufen.
Und das haben die gemacht, rein technisch ausgelöst, bum, 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 alles verkauft. Und das hat diesen Einbruch im Februar 2018 ausgelöst. Ja, und dann hat man sich gesagt, okay, dann kann man diese Produkte, die ja so zum Risiko geworden sind für die gesamte Wirtschaft, weil so ein Einbruch an der Wall Street hat halt dann auch direkte Auswirkungen, oder kann theoretisch direkte Auswirkungen haben. Es blieb dann eben im Februar 2018 beschränkt, begrenzt auf diesen Bereich dieser Produkte. Natürlich hat es dann auch alle Aktien betroffen und so weiter, aber es gab keine Ansteckungseffekte auf irgendwas anderes, andere Teilbereiche. Aber trotzdem ist dann natürlich, sind die Regulierungsbehörden, die SEC und die Regierung in den USA, werden natürlich bei sowas hellhörig. Und wer kriegt dann einen Anruf? Nun, es ist der Börsenbetreiber von der CME, der den VIX berechnet. Und der ist natürlich dann gefragt, sozusagen, sich zu rechtfertigen, wie kann sowas passieren. Und da gibt es dann jetzt eine Reform von der Berechnung von dem VIX. Und das ist, glaube ich, mein letzter Stand, dass also der VIX nicht abgeschafft wird, sondern es gibt eine neue Berechnungsformel. Ob das im VDAX auch übernommen wurde von der Eurex, weiß ich nicht. Wer da mehr weiß, kann mir das gerne sagen. Future Tech, ja. Ja, es ist immer, wenn Sie hören, wenn der Marktzins bei Null ist und Sie eine Strategie haben, die plötzlich 35% per anno bringt, dann trägt man ein entsprechend hohes Risiko. Ist halt so. Es kann lange Zeit gut gehen, wie man bei diesen ETFs gesehen hat. Nun, eines schönen Tages ist das Ding halt minus 98% gewesen. Das ist das Risiko, das man getragen hat, dafür, dass man eben 35% per anno machen konnte. Ja. Es gab in den USA ein großer Trend, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, Optionen zu schreiben und zu verkaufen. Also nicht Hebelzertifikate, sondern Optionen zu schreiben und zu verkaufen. Und es ist halt bei den meisten Optionen, die aus dem Geld sind, die werden nie ins Geld laufen. Ja. Und so kann ich eben durch das Verkaufen von Call-Optionen den Zeitwertverfall als laufende Rendite mir holen. Das ist im Regelfall, funktioniert das. Und ich habe dann meine Rendite von, was weiß ich, 6, 7, 8%. Aber diese 6, 7, 8% erkaufe ich mir mit der Gefahr, dass halt so eine Option da doch mal ins Geld läuft und sogar massiv ins Geld laufen kann, je nachdem, was mit der Aktie passiert. Und das kann halt sein, dass ich die zu einem Euro quasi verkauft habe. Ich muss immer für 25 Euro wieder zurückkaufen. Ja. Und das ist halt dieses... Deswegen, weil man dieses Risiko trägt, erhält man diese Rendite von 6-7%. Also es ist immer, wenn man mehr Rendite haben will, trägt man auch ein Risiko. Also egal, was Ihnen irgendjemand erzählt, von irgendwelchen tollen Produkten oder sonst was, wenn er über 0% über Marktzins liegende Renditeversprechungen damit verknüpft, fragen Sie den bitte nach dem Risiko, das Sie damit tragen. Wie ist das Risikoprofil? Und dann kommen wir zum Trading. Auch da gibt es ein klares Risikoprofil.
Und das hat nichts mit dem CFD in erster Linie zu tun. Auch wenn die ESMA uns vorschreibt, zu sagen, dass 80% unserer Kunden Geld verlieren bei diesem Anbieter, dann hat das nichts mit dem Anbieter primär zu tun. Natürlich gibt es gute und schlechte Anbieter. Ich finde, wir sind ein guter Anbieter. Aber es ist offensichtlich, dass ich das sage als Mitarbeiter, aber als Mitarbeiter von CMC Markets. Aber es hat primär das Risikoprofil damit zu tun, was sie machen. Weil wir ein Execution-Only-Broker sind, wir führen also ihre Orders aus und haben da kein Mitspracherecht. Also wir können nicht sagen, machen Sie das nicht, das ist nicht gut oder sowas. Ja, also Sie entscheiden. Und damit hängt das Risikoprofil dessen, was Sie machen, von alleine Ihrer Entscheidung ab. Durch die BaFin, jetzt ESMA, gibt es keine Nachschusspflicht mehr. Das heißt, wenn Sie 500 Euro auf dem Konto haben, dann können Sie maximal 500 Euro verlieren. Differenz zu möglichen Negativbeträgen, wenn Sie mit einer Position mehr verlieren, als Sie auf Geld auf dem Konto hatten, muss CMC Markets ausgleichen. Riesenluxus. Aber was ich sagen möchte, das soll ja nicht das Ziel sein, sein komplettes Konto zu rasieren. Ich bin auch nicht einer der, die sagen, man muss in seinem Leben 3-4 Mal sein Konto komplett auf Null gefahren haben, um es traden zu lernen. Nein, finde ich, muss man nicht. Das bringt keinen Lerneffekt. Man kann sich auch davor, bevor das passiert, abfangen. Und primär dadurch, dass man immer genau zu jeder Zeit weiß, wie ist mein Risikoprofil. Wie ist mein Risiko? Wie hoch ist mein Risiko? Was gibt es für Szenarien, Extremszenarien? Und was passiert in dem Extremszenario mit meinem Risiko? Risiko. Das immer, wenn Sie mit dem Vermögensverwalter sprechen und dem erzählen Sie von einer tollen Cannabis-Aktie oder was weiß ich, die könnte nochmal sich verdoppeln. Das interessiert den nicht, ob die sich verdoppeln kann. Das alles als Einzige, was den interessiert, ist das Risiko, das er hätte, wenn er die jetzt handelt. Das andere hat man doch sowieso keine Bestimmung drauf. Also trainieren sich darauf, Risiken als erstes zu sehen. Heißt umgemünzt, plakativ auf die Aktie oder auf eine Trading-Position gesprochen. Wenn Sie traden, wenn ich trade, immer erst aufs Risiko. Ich gucke mir nicht irgendwelche Kursziele an, ich weiß selber nicht, wo das hinsteigt. Natürlich habe ich Projektionsziele und es kann sein, dass. Aber der Einstieg und wie hoch ist mein Risiko? Oder wäre es, wenn ich jetzt was mache? Das ist das Einzige, was ich mir anschaue. Weil wenn sie steigen, es kommt ein Trend, dann läuft der sowieso. Ne? Es ist nur das Risiko. Das ist das, was ich mir anschaue, wenn ich irgendwas handle. Und wenn ich im DAX für eine Daytrading-Position nun einen Einstieg bekomme, wo ich 100 Punkte Stoppabstand habe, dann ist das für mich nicht wirklich attraktiv, weil ich muss ja erwarten, dass er mindestens 200 Punkte steigt, was er im Normalfall halt nicht macht. Deswegen allein schon aus der Risikobetrachtung heraus, unattraktiv. Michael Moser, danke für das Feedback. Philipp Kurz-Jochen ist so in seinem Element, bekommt das gar nicht mit. Ja, stimmt. Was habe ich nicht mitbekommen? Amis saufen ab, bekomme ich nicht mit. Ja, ich habe den Rücklauf beobachtet. Es ist halt noch kein 1, 2, 3 entstanden. Es könnte jetzt entstehen, wenn wir jetzt dann unter die Tiefs gehen.
Aber das gilt halt, das, was ich vorhin auch gesagt habe, das Ganze, dieser Aufwärtstrendtag, basiert darauf, dass die Amis mitmachen. Die Amis hängen irgendwo in der Mitte, da ist kein Signal entstanden, die sind jetzt halt nach unten gegangen, jetzt geht halt auch der DAX nach unten. Ein 1, 2, 3 würde in Stimme jetzt hier nochmal hochgehen und sowas dann machen. Bisher ist das einfach nur ein Rücklauf. Zumal wir ja hier am Widerstand waren und das 4,23,6er auch schon erreicht haben. Also jetzt nach wie vor darauf achten, ob hier ein 1, 2, 3 in den Markt kommt. Helmut K. schreibt, wirklich sehr lehrreich hier. Andere nehmen dafür Kleinanlegern mit Seminaren die Geldkosten. Hier bekommt man klasse Know-how gratis. Ich empfehle CMC gerne meine Bekannten, die sich auch im Trading interessieren. Ja, finde ich toll. Dankeschön für das Feedback und danke für die Weiterempfehlung. Und jedem, dem das auch gefällt hier, sagen Sie das gerne weiter. Die Show hier wird gesponsert von CMC Markets sozusagen. Ist deswegen kostenfrei. Und das Ganze gibt es auch jeden Tag, zwischen 9 und 10, jeden Handelstag zumindest. Aufzeichnungen der Sendung können sich anschauen unter dem Namen Börsenbuffet auf unserem YouTube-Kanal. Wenn sich für CFDs und CMC Markets interessieren, es gibt bei uns Demokonten, ein Demokonto, was Sie auch einfach testen können mit 10.000 Euro virtuellem Kapital. Und da kann man hier einfach testen, wie das so funktioniert. Und ganz, ganz wichtig, im Trading auch realistisch bleiben. Das ist, glaube ich, das, was ich heute mit dieser Risikogeschichte die ganze Zeit Ihnen auch gesagt habe. Es klingt zwar vielleicht ein bisschen langweilig, es gibt ja auch Trailer im Internet mit Porsche Cayman, Junge, Cayman S, Junge und bla bla bla, der hat mir so geholfen, ich habe mir innerhalb von einem Monat einen Porsche Cayman S gekauft, yay, geil, geil, geil. Und diese Dinger, die dann oder mit irgendwelchen Geldscheinen wedeln, vor der Webcam hocken und Ihnen irgendwas, welche Versprechen machen wollen, weil sie Ihnen irgendwas verkaufen wollen. Forget it, ja. Es gibt sehr gute Ausbildungen da draußen, kosten natürlich auch Geld. Aber man kann mit Ausbildung nämlich genau das, was ich am Anfang gesagt habe, man muss nicht fünfmal sein Konto schrotten, bevor man was lernt. Nein, es gibt eine Lernkurve in allem. Wenn ich anfange, Fahrrad zu fahren, wenn ich einem Kind Fahrradfahren beibringe, dann hat es eine Lernkurve. Es wird ein paar Mal hinfallen, okay. Aber es muss sich nicht gleich komplett alle Gliedmaßen brechen, dass es am Ende Fahrrad fahren kann. Also es gibt halt Lehrer, die ihnen das beibringen. Und hier ist dieser Kanal, möchte ich werben dafür, ihnen täglich hier Wissen und eine Ausbildung zu bieten. Also wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein, sprechen Sie mit den Freunden, Bekannten, die das vielleicht auch interessant finden könnten, hier einzuschalten. Mich sehr freuen. Gut. Die Projektion nehme ich mal raus, ist abgefrühstückt, wäre jetzt, wenn wir hier drunter, na, das ist das Falsche, mit dem Fibonacci-Preiserweiterungswerkzeug hoch und tief von diesem Impuls messen, bedeutet, wenn wir unter 1,92 gingen, wären jetzt nach unten diese Ziele aktiv. Ansonsten kann jetzt auch nach der Projektion ans 4,23,6er insgesamt eine Trendphase entstehen. Da kann ich dann auch nicht mehr aus dem 1, 2, 3 projizieren, sondern der Impuls ist gelaufen. Und jetzt ist die Möglichkeit da, vor allem wenn jetzt kein 1, 2, 3 so richtig entsteht, und ist die Möglichkeit da, dass wir jetzt hier von ausgehenden Trendphase bekommen. Das Signal für den Trendtag aufwärts ist da, ist zwar jetzt wieder revidiert worden, aber wenn wir jetzt kein 1, 2, 3 machen, sondern so ungefähr jetzt da bleiben, wo wir sind,
können wir uns auch wieder hier drüber arbeiten, so langsam, und dann kommt eben diese Trendphase. Die, was Impulse-Trading angeht, so wie wir es jetzt gemacht haben, weniger greifbar ist. Aber was bei Trendphasen immer gilt, der Trend ist so lange intakt, bis er bricht. Das klingt total bescheuert, ist aber im Grunde genau das, was Ihnen helfen soll, grundsätzlich in solchen Aufwärtstrends Geduld walten zu lassen. Ja, also markttechnisch zu arbeiten, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt eine Trendphase bekommen, das natürlich, ich weiß es nicht, ob es kommt, keine Ahnung, aber würde bedeuten, das Hoch hier würden wir dann überschreiten. Der muss ja nicht so steil sein, aber dann wäre quasi dieses Tief hier unten relevant. Und dann kann es hier über Stunden, ja, kann es dann aufwärts gehen. Und bei sowas muss man dann aufpassen. Ich sehe es immer wieder, dass wir dann so eine Trendphase haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die kommt, aber klarer Aufwärtstrend ist technisch zwar an Widerstände, aber an den Widerständen gibt es keine Trendwendemuster. Die Leute shorten trotzdem die ganze Zeit. Also da muss man halt aufpassen, wenn die Signale nicht da sind, sich nicht ständig gegen den Trend zu stellen. Philipp, ich schaue auf Twitter später, ja, danke. Uli, er fragt, Jochen, eine Frage zur Telekom. Wurde gestern hier auch kurz erwähnt, seit Jahren liest man von den Dividenden, die das Gesamtergebnis trotz Kursverlusten erheblich verbessern. Ich nehme an, da kommt noch ein bisschen was nach. Ich klicke mich an der Stelle allerdings aus dem Video, also aus der Kommentierung an der Stelle. Wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Uli, ich gehe im Chat dann gleich auf deine Frage ein, wenn denn noch eine kommt. Ich nehme es an, dass du gerade tippst. Also schönes Wochenende. War cool mit euch, die Woche zu verbringen. Ich bin nächste Woche am Montag dann wieder zu den gewohnten Formaten da. Erholen sich gut. Viel Glück heute noch. 14:30 an Arbeitsmarktdaten, bitte denken. Auch wenn die nicht mehr das Bomben-Impact haben, wie es in meiner Vergangenheit war, trotzdem beachten. Wichtige Geschichte. Zusammen mit dem Handelskonflikt, der sicherlich von, Donald Trump mit Pauken und Trompeten als der größte Handelsdeal aller Zeiten verkauft wird, da bitte dann im Detail drauf achten, räumt er wirklich alle offenen Fragen des schwelenden Zollstreits aus? Oder ist es halt einfach wieder so eine Apprentice-Show? Schönes Wochenende. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.